Herzlich willkommen, ein fröhliches Moin zurück zu Let's Play Octopath Traveler. Wir gehen heute in die kleine Kanalisation. Aha! Aha, da wären wir. Wie es aussieht, sind die Kanäle älter als das Dorf selbst. Wahrscheinlich wissen viele Dorfbewohner nicht einmal, dass es sie gibt. Lass mich mal kurz festhalten. Wir sind gerade an den Bergen, an einer Klippe. An einer Klippe, wo jedes Haus nur noch über eine Treppe erreichbar ist und Leute den Berg abschürfen, bis nichts mehr da ist. Gibt es eine Kanalisation? Unter Sandstein? Klippe? Das verlangt nach einer gründlichen Untersuchung. Doch ich muss mich vorsehen. Schließlich könnte mir der Übeltäter in diesem Moment auflauern. Ich werde also vorsichtig vorgehen. Es wäre doch keinem geholfen, wenn ich das nächste Opfer des Bösewichts werde. Oh Gott. Und ich werde, denke ich mal, die häufigeren Monsterbegegnungen anlassen. Aus dem einfachen Grund, damit wir mehr Level machen, aufsteigen, größer werden. Ich hoffe. Korb voll anregender Pflaumen. Ich glaube, diese Gegner werden relativ schwierig sein. You won't feel a thing. Sie brauchen Licht. Super. Alright. Wer greift mich zuerst an? Okay. Schlecht. Es ist schlecht. Ich verteidige mich. Now, what next? Alles klar. Erstmal angreifen. Windschuss. I am ready. Guten Tanz. The Lion Dance. Er ist fast tot. Eigentlich bringen seine Angriffe hier gar nichts. Er ist hier nicht der richtige Charakter. Bringt jetzt nicht so viel. Here goes nothing. That'll do her. Okay. Oh Gott. Oh nein. Warum brauchen die alle Wind? Oh Mann. Na komm, nochmal Blitz. Ich glaube, wir gehen gleich mal ins Gasthaus. Oh. No good. Die ist auch schon am Keuchen. Rufen geht nicht. Und ihr ist schlecht. Ich weiß nicht, was ihr hat. Ach, der Boost ist gemindert. Erweitert jemand in momentanen Angriffe? Durch das Tempo. Taschentuch. The Panther Dance. Na schön. No, hier mal 1000 Speere. Ich weiß nicht, was ich mache. Gar nichts. Schön. 20 FP für Umme rausgehauen. What the? Victory shall be mine. Ach, du bist nochmal dran. Jetzt ist schon noch die ganze Zeit dran. Kannst doch nichts. Ja, super. No good. Schütz nochmal. Shucks. Mist. Eigentlich kann nur Cyrus was tun. Echt ungünstig. Wenigstens habe ich den richtigen geschützt. Okay. No good. Lass mal überlegen. Ich brauche auf jeden Fall die heilige Tante. Ich brauche was mit Wind und ich brauche was mit heilige Tante, Wind und ja, Magie, ne? Nahkampfangriffe sind gar nicht so wertvoll hier unten. Das bringt alles nichts, was ich zaubern kann.
Shucks! Wischen. Trösten. So. Try this. Wow. Victory shall be mine. Ich will nicht, dass sie drauf geht. Oh. Mist. Okay. Shucks. Hast du nicht auch was mit Wind? Nee, hast du nicht. Okay, erste Hilfe bitte. That'll do her. Victory shall be mine. Du kannst mal auf dich ziehen, das geht auch nicht mehr. Schön. I'm ready. Stirbt er fast? The peacock strut. So. Setzen jetzt alle Karten auf Cyrus. Das ist der erste Gegner, ne? Okay, die sind echt ein bisschen. Wow. Here we go. Was ist denn das jetzt? An interesting. How about you? Out of my way! Genau aus dem Weg. Victory shall be. Ja, weg. Auf jeden Fall weg. Schön. Ein Gegner 20 Minuten. Ich finde, das ist fair. Aber Albrecht, Primrose und Alphen. Ein Level up. Puh. Das war nicht so geplant. Ich könnte jetzt im Prinzip wieder rausgehen. Wir gehen noch einmal uns auffrischen, gehen dann nochmal rein. Testen das dann nochmal. Ich schätze, ich muss langsam offline ein bisschen spielen, ein bisschen mit den Leveln hochkommen, dass alle wenigstens Level 25 sind. Ich weiß gar nicht, wie ich das packen soll. Oder ich muss mir da irgendwie Tipps und Tricks durchlesen, wie ich schnell Level kriege. Diese Katze wäre super. Ich habe das Team jetzt noch nicht gewechselt, aber das ist voller Absicht. Und ich will ja die ja auch mal irgendwie größer kriegen. Ich stelle mich einfach hier an den Eingang und hoffe, dass hier ein Gegner kommt. Und renne hier ein bisschen hinterher. Hier muss auch noch mal was kommen. Das ist fast die gleiche. Top. Das hat mir das Turm bekommen. So. Here we go. Alles klar. Cool off. Nice. Mit Magie weniger. Au! I'm ready. Ich habe einfach keinen Wind dabei, ne? The Peacock so. Struck. Wir setzen hier alles auf Cyrus. Ja, Schuss. Failed. Hallo? Ich wollte ja auch eigentlich gleich aufhören. Bring it on. That's what I'm here for. Okay. What is the logical course of action? A great inferno. The land. Bitte stirbt. Stirbt. Nein, nicht so. Ja, tschüss, ne? I am sorry. Na komm. So langsam. Brauche ich mal eine Pause. Ach Mann, ich komme hier nirgendwo weiter. Erstmal gehen wir das Team austauschen.
Wer kann denn Wind? Tressa kann Wind. Ich muss mal hier reinkommen. Mal sehen. Tressa ist auf jeden Fall gesetzt. Die kann Wind. Ulbrick brauchen wir nicht. Das bringt hier nichts. Und Magie ist auch super, also Cyrus ist auch gesetzt. Dann Therion weiß ich gar nicht. Ophelia weiß ich nicht. Doch, die kann heilig. Die ist auf jeden Fall auch gesetzt. Die kann heilen. Ja. Dann können wir noch Harnett mitnehmen zum Beispiel. Die sind einfach alle ein bisschen klein. Das ist gerade mein Problem. So, und jetzt gehen wir einfach mal einkaufen, würde ich sagen. Und wenn das Geld dann eben weg ist, dann ist das Geld dann eben weg. Ich gehe natürlich dafür in einen schönen Ort. Hier gibt es nichts. So. Hallo? Kaufen! Ist alles so teuer! Mann! War das hier? Schön durchgedrückt. Komm schon. Eine Frau am Erzquell, die alleine lebt. Ihr Mann ist jung gestorben und so musste sie den gemeinsamen Sohn alleine großziehen. Nach einem hitzigen Streit lief der Junge aber davon und kam niemals wieder. Sogar jetzt, mehr als 10 Jahre später, starrt sie manchmal noch auf die Tür, die er so heftig hinter sich zugeschlagen hat. Wir haben ein Objekt. Irgendwo ist ein neuer Schatz verfügbar. Da oben. Hoffentlich eine Waffe. Bitte, bitte. Hallo? Ja. Korb voll anregender Pflaumen. Nee. Ich hatte mir was Schöneres erhofft. Naja. Okay. Wir kaufen ein. Uff. Da sind wir nämlich wieder an demselben Platz. Was bräuchte denn diese Gruppe aus... Außerdem, nee, ausgerechnet, außergewöhnlich. Ja, das Diamantharte, der Diamantharte Schild ist zwar sehr gut, aber macht sie alle sehr, sehr langsam. Eichelinde, Buche, Kastanie, gut, gut, gut. Das Beil wäre schon Hammer. Ja, das war echt super. Stiller Umhang macht die GP etwas runter. Würde ich 2 mal kaufen? Weißt du was, ich mach das einfach. Die 2. Fertig. Ausrüsten. An. Bums. Ja. Und wir kaufen noch ein Ogerbein. Ich werde es bereuen. Ich werde es schwer bereuen. Nee, kann ich nicht machen. Es ist einfach zu teuer. Das kann ich nicht tun. Ich will auch nicht den Leichtsinn überwiegen lassen. Könnte ich das abgetragen von der anderen Tante aufheben? Friedensbotengewand. Bronzerüstung? Friedensbotengewand war gar nicht so schlecht, ne? Ich guck mal gerade, ob das noch jemand anders möchte. Ja. Mal ins Team. Wo ist das Team? Hier ist das Team. Ob das Friedensbotengewand noch jemand anders tragen möchte? Ausrüstung. Nee, das ist eher was für Magier. Ich gucke trotzdem nochmal durch. Hier, das geht eigentlich. Ach, schade. Ja, schon. Ja, auch schon.
Die können das tatsächlich gebrauchen. Komm, sieht sich das an. So. Jetzt haben wir zumindest schon mal etwas ausgerüstet. Wem habe ich noch nichts Gutes gegeben? Mir selbst. Dann werde ich nochmal nach Felsfall gehen. In meine Heimatstadt, in der Hoffnung, dass ich dort schon bessere Gegenstände freigeschaltet habe. Ich könnte jetzt auch noch eine andere tolle große Stadt aufsuchen. Wäre auch eine Idee. Kaufen. Was ist denn das hier? Ach, das war der Lehrer. Wollte ich nochmal hin? Zum Handeln, ne? Ah, nee. Hier? Nee. Hallo. Hallo. Hier war das. 18.000, ein Zaubererstab. Elementarer Angriff würde dadurch steigen. Finde ich auch gut, aber schauen wir erst nur nach Waffen. Obskure Glefe? Nö. Zugegeben, der Stab wäre echt gut. Macht den Crit ein bisschen weniger, aber braucht man auch nicht. Da müsste ich schon mit dem Knüppel zuhauen. Ich will ja hauptsächlich zaubern mit Cyrus. Zaubern, Zaubererstab wäre gut. Pelzmantel. Also für die Tressa und Ophelia wäre das nix. Ich habe ja gerade was anderes gekauft. Für Cyrus vielleicht. Fürs wenige elementare Angriff. Und den Verlust, den ich von 6 dort erleide, müsste ich mir durch den Zauberstab wieder wettmachen. Allemal. Weißt du was? Man gönnt sich ja sonst nichts. So. 1, ja. Ausrüsten, finde ich. So, jetzt habe ich also 2 Zauberstäbchen angezogen. Und eine Rüstung ist jetzt noch irgendwie im Umlauf. Das könnte ich bei dir nochmal gucken. Durch die Windkraft, vielleicht noch gegen die Eisenrüste. Pelzgewand. Pelzgewand. Pelzmantel und Pelzgewand. Ach so. Okay. Brauchst du nicht so wirklich? Lass mich doch mal ins Café. Braucht denn vielleicht mein komisches Pelzgewand? Braucht das jemand anders? Vielleicht so? Friedensbogenbund. Nee. Guck ich auch nochmal nach. Pelzgewand. Ja. Wo war das? Das da. Guck mal an. So, habe ich noch Geld? Dann wandere ich noch einmal weiter. Wir gehen noch einmal... Haben wir noch eine Gruppe? Ich möchte Harnett gerne noch was Gutes tun. Wir gehen noch mal in ihr Dorf. In der Hoffnung, dass ich dort auch bessere Bögen freigeschaltet hatte. Soldatenlangbogen. Gotcha. Elementare Angriff und Genauigkeit ist ein bisschen schade. Du hast bisher den Wolfsbogen drin. Gibt aber einen besseren Crit. Mach es einfach. Den anderen Bogen darf Tressa tragen. Falkengewand. Okay,
Möchtest du dir ihren Bogen tragen? Achso, die waren alle schlechter. Okay. Stiller Umhang, Pelzmantel, Falkengewand. Ich weiß gar nicht, was sie dafür abgelegt hatte. Gucke ich hier nochmal nach. Und ich habe immer noch keine Rüstung jemals verkauft. Ich habe jetzt nicht Ausrüstung. Kannst du davon was tragen? Willst du davon was tragen? Sieht nicht so aus. Die Eisenweste, die muss doch gegen irgendwas auszutauschen sein. Windtracht, Prügel, traditionelles, ne, Ausrüstung. Alles nicht so. Und ja, der wäre natürlich. Du hast das Pelzgewand immer noch. Windtracht. Ist halt alles nicht so doll, ne? Das ist nur das Friedensbotengewand. Die Eisenweste ist eigentlich besser. Also für den stillen Umhang hätte ich es gemacht. Oder Pelzmann. Nun gut. Jetzt habe ich noch 12.000 übrig. Jetzt hätte ich mir doch da hinten beinahe diese Axt gekauft, diese ultra teure. Aber es ist besser, wenn ich 4 Leute ausrüsten kann, als wenn ich nur einen ausrüsten kann. Ich schaue noch einmal nach Rippetin. Schauen da noch einmal nach einem günstigen Kauf und dann war es das auch. Ich erinnere mich nur daran, dass man hier viel handeln kann. Also. 8.000. Für ein Speer. Mal gucken. Achso, mehr gibt's hier gar nicht. Ja, das geht nicht. Okay. Das war ein Griff ins Klo. Dann gehen wir mal nach Pflasterstin. Hier gibt es wahrscheinlich nur Schwerter. Oh. Großschwert. Wäre schon was wert. Turmschild passt nicht mehr. Die machen einen alle so langsam. Robuster Helm. Oh, guck mal, Harnett kann den gebrauchen. Sehr schön. Sehr schön, sehr gut, wollte ich sagen. Beides, ich wollte beides sagen. Wo war ich noch nicht? Sonnenschatt. Komm, jetzt reisen wir noch dahin und haben das alles fertig. Dann würde ich sagen, haben wir uns mit den Vorbereitungen jetzt auch echt Zeit gelassen. Und ordentlich Geld ausgegeben. Ich hoffe, ich muss nicht noch mehr Geld ausgeben. Ich könnte noch einige Dinge verkaufen. Da würde ich mit Sicherheit auch noch Geld rausholen. Das ist ein Quatsch. Ja, wenn sich das irgendwie vermeiden lässt. Bin hier ungern jemand, der sofort alles ausgibt. Falkensäbel. Wäre natürlich nice. Wann greife ich mit dem Schwert an? Prächtiger Helm. Er ist wieder verhahnet gut. Komm, kaufen. Robuster Helm. Ich guck mal, ob jemand den robusten Helm tragen will, den ich vorher gekauft hatte. Dafür muss ich einmal mit dem Pferd reden. Habe ich eben gekauft für 1600, ne? Naja, ist dann so. Dann werde ich wahrscheinlich echt ein bisschen leveln müssen später. Da. Schön. Ja, schon Opfer gefunden. Fein. Dann, eigentlich müsste ich noch einen Kampf kämpfen, oder? Mal zu sehen, wie ich standhalte. Jetzt habe ich mich ja auf dieses Team hier erstmal beschränkt. Alles klar. Ja, ja. What is the logical course of action? Ich meine, ich könnte jetzt auch gleich mit Eis anfangen. Und stelle fest, yo, der kann schon stärker zaubern. Dein Turn. What to do? You got more than you bargained for.
War ich gerade overpowered oder? Naja, ich habe den ja allen. Ich will mal gerade gucken. Was habe ich denn Neues gegeben? Ups. Auf jeden Fall haben. Cyrus hat einen neuen Mantel. Einen neuen Stab. Das war's auch. Tressa hat einen neuen Speer, glaube ich, und neue Rüstung. Neuer Stab und neue Rüstung für Ophelia. Und Harnett bekam einen Bogen, und einen neuen Helm und eine neue Rüstung. Puh. Ist eigentlich durchaus ausreichend. Jetzt beziehe ich zwar wieder ein bisschen, aber ich suche eh noch diese eine Kiste. Und ich weiß nicht, wo sie war. Ich meine, es muss hier irgendwo gewesen sein. Du bist dran. Okay, das macht ja keinen Sinn. Aber du versuchst es trotzdem. Naja, gut. Now, what next? Du machst jetzt Feuer. Die leben noch. I'll do my best. Alter. The hunt endeth. Ich glaube, Beherrschung bekomme ich nur dann, wenn ich die Punkte nicht ausgebe für Magie oder ähnliches. Ich weiß nicht mehr, wo das war, wo ich eine Kiste fand. Ich werde einen Gegner mal noch mitnehmen. Ich bin hoffen, dass du mal irgendwo auch ein bisschen... Diese Katze, ich will diese Katze nochmal haben. An interesting dilemma. Ja. Here I go. Seid Schritt. Das war fies. What next? Greif den Bogen an. The hunt endeth. Damit, mit diesem Trupp, gehen wir dann das nächste Mal in die Kanalisation. Ups, was ist denn hier? Steigkraut. Mit diesem Trupp gehen wir das nächste Mal in die Kanalisation, in der Hoffnung, dass wir das dann auch mal packen werden. Flame, protect us. Die Ratte kenne ich noch nicht. What to do? Okay. I will not be thy prey. I'll not be defeated. Wow. Hier, Licht. Aber nicht dann. Not bad. So gefällt mir das. Ich brauch bessere Sachen. Ach, guck mal. Gut, beende ich erstmal die Aufnahme. Ich denke, nein, ich hoffe, dass ich ein bisschen leveln werde, ein bisschen Zeit habe zum Leveln. Das weiß ich nämlich noch nicht so genau. Auf jeden Fall mit zu wenig Geld, jetzt noch irgendwas Besonderes zu kaufen. Ich könnte höchstens noch gerade mal gucken. Ja, aber selbst der Turmschild, da mache ich immer so langsam. Robuster Helm. Ist auch nicht so toll. Gut. Dann bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Let's Play Octopath Traveler. Tschüss.